3x4 wichtige Dinge beim Betreten des Webinarraums. Und ich gehöre zu jenen Menschen, die sich gerne Checklisten machen, auch wenn ich schon, weil ich so viele, ich halte sehr viele Webinare, ich habe sehr vieles natürlich schon im Kopf, aber ich mache die Dinge ja dann auch freihändig sozusagen, aber ich schaue dann gerne trotzdem in die Checkliste rein, ob ich nicht irgendwas vergessen habe. Und im Wesentlichen finden Sie hier jetzt in diesen Punkten, diesen 12 Punkten, meine Checkliste, was ich mache beim Betreten des Webinars. Auch bei diesem Webinar habe ich die durchgeführt, sozusagen diese Punkte. Vielleicht unterscheiden sollte man thematisch zwischen den Dingen, die ich tue beim Betreten des Webinars. Und da gibt es auch viele Dinge, die ich tue vor dem Betreten des Webinars, also wenn es dann darum geht, Geräuschquellen zu minimieren und dies und das zu machen. Also da gibt es noch eine Menge andere Sachen, die ich dann vielleicht dann zu einem anderen Zeitpunkt erzählen kann. Aber jetzt wirklich, wenn ich in den Webinarraum reingehe, dann sind diese 12 Dinge dran für mich. Und ich beginne gleich einmal mit den Einstellungen, die als Basis wichtig sind. Da ist vielleicht gut zu wissen, dass Elo-Typ sich die Einstellungen, die sie tun, indem sie auf das Zahnradsymbol, Sie sehen es auch da unten in der Fußzeile rechts, wenn Sie mit der Maus in das Bild reinfahren, sehen Sie die Fußzeile. Diese Einstellungen, die Sie da machen, die werden nur teilweise gespeichert. Das heißt, im Prinzip muss man wirklich immer in diese Einstellungen reinschauen, um sicherzugehen, dass alles so ist, wie man es auch haben möchte. Und ja, da beginne ich aber vorher noch. Rechts von diesem Zahnradsymbol ist dieses Layout, sind die Layout-Farben, die man einstellen kann, ob es hell oder dunkel sein soll. Und ich lege Ihnen ans Herz, das helle Layout zu verwenden. Sie können es auch jetzt gerne mal ausprobieren, wenn Sie umschalten. Ich mache das auch einmal auf dunkel Layout. Gibt es einen Nachteil? Also prinzipiell bevorzuge ich dunkle Layouts, einfach weil sie fürs Auge angenehmer sind, überhaupt immer länger arbeitet. Aber der Nachteil für mich, und vielleicht stellt sich das bei Ihnen ähnlich dar, die Namen haben einen geringen Kontrast zum Hintergrund. Und ich, der eher schlecht ist im Namen merken, hat dann oft damit zu kämpfen, die Namen da zu entziffern. Und wenn man das aufs helle Layout umstellt, können Sie gleich probieren, sehen Sie, es ist mehr Kontrast, es ist leichter zu lesen. Also darum würde ich Ihnen also ans Herz legen, auch das helle Layout zu aktivieren. Ein kleiner Vorteil kann sein, auch dass das helle Layout, also das ist definitiv, können Sie auch einmal testen in einer Aufnahme, das helle Layout bringt Ihnen noch ein bisschen mehr Licht ins Gesicht und Sie sind automatisch ein bisschen freundlicher in Ihrem Video, Webcam-Videobild. Mikrofon einrichten. Und da geht es jetzt wirklich um diese Funktionen, wenn man aufs Zahnradsymbol klickt. Wenn Sie jetzt klicken, sehen Sie die Teilnehmeransicht als Webinar-Trainer, also wenn Sie diese Moderatorenrolle haben, schaut das ein bisschen anders aus, aber es ist da wirklich ganz wichtig, dass Sie einen sogenannten Kratztest machen. Also wenn Sie das Mikrofon eingestellt haben, schauen Sie, ob es einen Pegelausschlag gibt, wenn Sie am Mikrofon direkt da vorne, jetzt wird es ein bisschen laut, kratzen. Nur so können Sie wirklich eindeutig feststellen, ob das richtige Mikrofon eingestellt ist. Also das ist sehr wichtig und wird sehr gerne vergessen. Dann ist es manchmal so, dass ja, Leute, die schon ein paar Schritte gemacht haben im Webinar-Training, haben ein gutes also ein gutes Headset zum Beispiel oder ein Ansteckmikrofon, aber stellen es dann nicht ein und man hat immer noch hat diesen Raumhall, weil zum Beispiel das Computermikrofon oder das Kameramikrofon den Ton abnimmt. Und das ist dann wirklich sehr schade und sehr anstrengend, teilweise für die Teilnehmer auf Dauer da voll aufmerksam zu sein. Webcam-Bild einrichten, ja, muss ich nicht viel dazu sagen, gehört dazu. Also auf die Kopfluft vielleicht achten, den Ausschnitt achten und das können Sie mit der Webcam-Software beziehungsweise ja, auch indem Sie das Stativ oder die Webcam einfach so hardwaremäßig ein bisschen verdrehen und einstellen. Gut, und dann das, was auch viele nicht machen und was ich aber trotzdem gerne empfehlen möchte, ist Webcam und Mikrofon deaktivieren. Sind dann zwei Symbole, auch in der Fußzeile auf der linken Seite. Das ist so ein Eierbecher, also das Mikrofonsymbol und links davon das Webcam-Symbol. Das deaktiviere ich aus folgendem Grund, weil nämlich Edotip das Webinar, also Webcam und Ton
aktiviert ab dem Moment, wo die Startzeit überschritten ist. Also angenommen 18 Uhr Beginnzeit. Das heißt, genau ab diesem Moment sind sie dann zu sehen und zu hören. Und das finde ich eher unpraktisch, weil es kann sein, dass ich um Punkt 18 Uhr noch mit dem Chat beschäftigt bin oder dass ich noch irgendwelche Vorbereitungen habe. Vielleicht gibt es sogar eine technische Panne oder irgendwas. Also ich halte es für gut und wichtig, selbst zu bestimmen, wann ich hörbar und sehbar und zu sehen bin. Und deswegen deaktiviere ich Ton und Bild noch bevor, also noch in dieser Vorphase. Und jetzt befinden wir uns quasi, wenn wir uns, jetzt betreten wir sogar den Webinarraum, es ist vielleicht 10 oder 15 Minuten vor Webinarbeginn und da deaktiviere ich das schon, nachdem es natürlich eingestellt wurde. Gut, ja, letzter Check. Sie sehen es, Webinarraum Medien. Warum letzter Check? Natürlich sollten Sie schon im Vorfeld, am Tag davor oder in der Woche davor, Ihre Webinarraum Medien, also Folien und so weiter, bereitgestellt haben, auch angeschaut haben, ob alles in Ordnung ist. Aber natürlich gibt es ein gutes Gefühl, wenn man noch einmal testet, ob das jetzt eh alles passt und da ist und ob man eh im richtigen Webinarraum ist zum Beispiel. Also da auch die Präsentation natürlich auswählen, dass einmal, Sie kennen dieses Symbol wahrscheinlich auch, das schaut bei YouTube eben auch so ähnlich aus. Da klicken Sie drauf, wählen die richtige Präsentation aus. Und, das werden viele nicht wissen, es ist wirklich hilfreich, Folie für Folie durchzuklicken. Das können Sie entweder auf der Tastatur mit Bild runter oder eben mit der Maus und auf diesem Pfeil nach rechts klicken. Warum mache ich das? Das mache ich, damit die Übergänge von einer Folie zur anderen besser sind. Man kann sich das so vorstellen, wenn man das alles durchklickt, dann werden wenn alle Folien schon einmal in den Cache des Servers hochgeladen und damit haben Sie weniger diese schwarzen kurzen Sequenzen zwischen den Folien. Also das Durchklicken ist tatsächlich auch hilfreich. Gegebenenfalls Videos prüfen, also sollten Sie Videos einsetzen, schauen Sie, ob das eh in der YouTube-Liste zu finden ist, Ihr Video. Da merkt sich ja HedoTip erfreulicherweise die Einstellungen. Das heißt, wenn Sie mal einmal ein Video abgespielt haben im Webinarraum, bleibt das sozusagen in dieser History drinnen, außer Sie löschen es. Und so brauchen Sie jetzt nicht extra einen YouTube-Link wieder einschieben oder so. Also es, ja, aber gut ist trotzdem zu schauen, ob das auch da ist und wo in der Liste, dass Sie auf die Schnelle auch finden, was Sie brauchen. Gegebenenfalls die Umfragen prüfen, auch da nochmal schauen, vielleicht hat sich ja die Umfrage geringfügig verändert, Sie können dann geringfügige Anpassungen machen, sollten Sie es einsetzen und ganz wichtig, sollten Sie Screensharing verwenden, bitte auch die Ansichten vorbereiten nicht. Das heißt, wenn Sie jetzt ein Programm präsentieren wollen oder eine Homepage zum Beispiel, schauen Sie, dass Sie ein Browserfenster vorbereitet haben, das dann minimiert ist, auf das Sie nur draufklicken müssen, also dass Sie nur dann drauf das öffnen müssen und es ist schon da, damit da keine Lag-Zeiten, also so unerfreuliche Pausenzeiten gibt und Sie Ihre Teilnehmer gut versorgen können und es da keine Wartezeiten gibt. Beim Screensharing prinzipiell auch ganz wichtig, hat es mit dem eigentlichen Thema nicht so viel zu tun, aber wenn Sie Screensharing einsetzen, bitte verwenden Sie zwei Monitore. Also ich verwende auch jetzt zwei Monitore, auch wenn ich heute kein Screensharing vorhabe, außer Sie wünschen es von mir. Da ist es ohne Screensharing ist es gut. Aber mit Screen, wenn Sie Screensharing verwenden, also wenn Sie einen Ihrer Bildschirme teilen, ist es ganz wichtig. Warum? Weil Sie sonst den Blick auf den Chat und auf den Webinarraum verlieren. Sie sehen dann sozusagen das, was Sie sharen, den Screen, aber Sie verlieren sozusagen den Kontakt zu den Teilnehmern und das kann dann was auch immer gechattet werden. Vielleicht schreiben Sie in den Chat, wir können Sie nicht mehr hören und Sie realisieren das gar nicht. Also unbedingt einen zweiten externen Monitor verwenden. Setup könnte zum Beispiel sein, ein Laptop, so wie ich ihn hier habe, direkt unter der Oberkante, also Unterkante von Ihrem Bild, ist mein Laptop-Monitor und rechts davon ist ein externer Monitor, wo ich dann meine Notizen habe zum Beispiel. Und hier in diesem Bildschirm vom Laptop ist der Webinarraum und da habe ich dann das Wichtigste im Blick, zum Beispiel auch den Chat. Gut, das war der Schritt 2. Jetzt kommen wir schon zum Schritt 3.
Wenden Sie sich an Teilnehmern zu. Natürlich, jetzt ist am Anfang ganz viel Technik gefragt, ganz viel Technisches zu tun, aber in Wirklichkeit geht es ja nicht um die Technik hier, sondern es geht um Ihre Teilnehmer. Schauen Sie, dass Sie die begrüßen, wenn es nicht zu viele sind, oder einfach auf Sie eingehen. Und was ich da genau mache, ist Folgendes. Als Webinar-Trainer haben Sie direkt hier neben dem Chat, in dem Chat-Tab sozusagen ein Teilnehmer-Tab, und ich kann da draufklicken und sehe da erstens einmal, wer anwesend ist. Also die Namen sehe ich, Ihre Namen sehe ich im Moment. Ich sehe auch Ihre Bandbreiten, und ja, das ist das Wichtigste. Also ich kann mir auch schon mal ein Bild machen, wie es mit den Bandbreiten aussieht. Wenn da jemand ist mit Bandbreiten, keine Ahnung, unter 70 zum Beispiel, kann man schon einmal befürchten, dass es unter Umständen Probleme geben kann, insbesondere wenn man die Person mit Ton und Bild hereinnehmen möchte, ist das sozusagen ein Indiz, dass es Schwierigkeiten geben könnte. Gut, ja, Teilnehmerliste durchsehen, natürlich auch, ob man da jetzt schon Menschen kennt, ob man die jetzt begrüßen soll oder anders begrüßen soll, duzen kann, also ob neue dabei sind und so weiter. Chat starten. Und ich schreibe da gleich bei der Begrüßung zweimal begrüßen. Also zuerst einmal in der Phase, wo das Webinar noch nicht gestartet wurde. Das heißt, Sie haben ja als Webinar-Trainer hier direkt da oben in der Kopfzeile diesen Play-Button. Und wenn Sie da draufklicken oder wenn Sie die Beginnzeit überschreiten, dann startet das Webinar. Und begrüßen tue ich also die Teilnehmer in der Phase, wo das Webinar noch nicht gestartet ist, denn auch im nicht gestarteten Webinar ist der Chat sozusagen sichtbar. Da ist natürlich gut und wichtig, Sie als Teilnehmer zu begrüßen. Aber empfehlen möchte ich Ihnen auch, gleich nachdem das Webinar gestartet wurde, noch einmal eine Grußbotschaft in den Chat reinzuschreiben. Warum? Weil mit dem Start des Webinars auch die Aufzeichnung des Webinars beginnt. Und damit fühlen sich dann auch die Videoteilnehmer sozusagen angesprochen, wenn sie gleich eine Grußbotschaft am Beginn sehen und nicht irgendwas, was aus dem Zusammenhang gerissen ist. Also begrüßt, darum steht der Begrüßung zweimal. Eine technische Kurzeinführung: Wenn Sie jetzt nach oben scrollen hier im Chatbereich, sehen Sie, dass ich also am Anfang die wichtigsten technischen Dinge formuliere, damit ich mir das erspare, was sehr viele Webinar-Trainer machen, nämlich am Beginn zu fragen, ja, hören Sie mich, sehen Sie mich, funktioniert alles und so. Also ich finde diesen Moment des Startens im Webinarraum, so wie bei einer Präsenzveranstaltung, so wie bei einer Rede oder bei einem Auftritt einfach, ist ein besonderer Moment, und den möchte ich jetzt sagen, nicht mit technischen Dingen irgendwie kaputt machen, sage ich einmal. Lieber ist es mir, und empfehlen möchte ich Ihnen, diese technischen Dinge, soweit es geht, im Vorfeld sozusagen im Webinarraum beziehungsweise auch schon in der Webinar-Teilnahmebestätigung, wo dann steht, führen Sie den Self-Test durch und so weiter. Also diese technischen Dinge vorher zu machen, um den Moment, wo man mit Ton und Bild vor die Teilnehmer tritt, irgendwie nicht zu entzaubern, sage ich mal. Ja, und dann natürlich im Chat macht es natürlich auch Sinn, Icebreaker zu haben. So, ja, woher kommen Sie oder wie begrüßen Sie sich in Ihrer Mundart, in Ihrer Region oder wie auch immer. Also solche Dinge, da fallen dann sicher ein paar Sachen ein. Icebreaker, die helfen auch den Teilnehmern, sich ein bisschen mit dem Chat anzufreunden, aber auch in die Aktivität zu kommen. Also es ist ein bisschen langweilig, wenn in einem Webinar die Leute sich alle zurücklehnen und vielleicht dabei andere Sachen machen. Es ist schön, von Anfang an die Teilnehmer einzubinden und aktiv zu haben. Gut, ja, und dann Mikrofon aktivieren dürfen wir nicht vergessen, weil ich habe es ja vorher deaktiviert. Und dann das ja, Webcam natürlich aktivieren, um sichtbar zu sein. In meinem Fall nutze ich dann auch am Anfang diese Großbildfunktion. Sie haben es gesehen, die finde ich zur Begrüßung auch sehr, sehr gut prinzipiell. Und dann schalte ich mich ja wieder klein, wenn es darum geht, dass man die Folien sehen möchte. Ja, so, das war es im Wesentlichen. Ich hoffe, da war für Sie was dabei. Ich kann mir vorstellen, für die, die schon viele Webinare durchgeführt haben, war vielleicht
Ein bisschen was dabei, aber für die, die noch nicht viel unterwegs waren im Webinarraum als Trainer, war sicher einiges dabei und ich freue mich auch auf Ihre Rückmeldungen. Und ja, ich wünsche Ihnen viele erfolgreiche Webinare und würde mich freuen, wenn wir uns wiedersehen. Schönen Abend noch, bis bald. Tschüss.